wie es weitergeht. Warum haben wir noch kein bedingungsloses Grundeinkommen? Weil wir noch nicht auf den Gedanken verzichten wollen, dass die anderen nichts mehr tun würden, wenn ihre Existenz bedingungslos gesichert wäre. Weil wir noch nicht darauf verzichten wollen, dass die anderen etwas tun müssen, damit ihre Existenz gesichert ist. Weil wir den anderen noch nicht die Eigenverantwortung zusprechen, die wir für uns selbst in Anspruch nehmen. Das bedingungslose Grundeinkommen ist keine Revolution. Früher haben wir das Wasser am Dorfbrunnen geholt. Heute gibt es überall dort Wasserhähne, wo wir Wasser brauchen. Als die Idee aufkam, Wasserleitungen zu verlegen, waren die Bedenken groß. Dann treffen wir uns nicht mehr am Brunnen. Das Miteinander fällt auseinander. Und wer bitte kontrolliert, dass die anderen den Wasserhahn auch abstellen und nicht missbrauchen? Genauso selbstverständlich wie der Wasserhahn heute für uns ist, wird das Grundeinkommen nach seiner Einführung sein. Das bedingungslose Grundeinkommen ist nichts Zusätzliches, sondern der Verzicht auf überflüssige Bedingungen. Es lässt den Möglichkeiten freien Lauf. Wer sich selbst nicht beherrschen kann, der herrscht gern über andere. Das Grundeinkommen fördert die Selbstbeherrschung. Demokratie ist eine permanente Konferenz zur Erörterung der Prioritätenfrage. Zwei Elemente spielen dabei zusammen: die Verbindlichkeit der Gesetze, die gelten, und die Möglichkeit, dass diese immer wieder in Frage gestellt und geändert werden können. Rechtssicherheit und Rechtsgestaltung sind die kongenialen Partner der Demokratie. Die Schweizer Volksinitiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen fragt, was eigentlich dagegen spricht, die Existenz des Menschen bedingungslos zu sichern. Werden wir dann faul oder frei, gefährlich oder gefügig, motiviert oder mutlos? Am Abend des Abstimmungssonntags werden zwei Balken für die Ja- und Nein-Stimmen auf den Bildschirmen zu sehen sein. Einige werden aus gutem Grund mit Ja gestimmt, deutlich mehr aus verschiedenen Gründen Nein gesagt haben. Die meisten werden zwar zweifeln, aber weiter denken wollen, ja, aber wer macht denn dann die Drecksarbeit? Ja, aber wie lässt sich das finanzieren? Ja, aber schafft das nicht den Sozialstaat ab? Ja, aber wer bildet sich denn dann noch aus? Ja, aber dann kommen doch sämtliche Ausländer. Ja, aber ist das nicht ungerecht? Das beste Ja ist das Ja zum Weiterdenken. Volksinitiativen müssen nicht angenommen werden, um erfolgreich zu sein. Als die Schweiz 1989 über die Abschaffung der Armee abstimmte, bedeutete die Zustimmung von 36% den Anfang vom Ende der Armee. Zuvor war eine Karriere in der Armee Bedingung für den Aufstieg in Wirtschaft und Gesellschaft gewesen. Seither scheint eher ein Autoritätsproblem zu haben, wer auf die militärische Karriere nicht verzichten kann. Die Volksinitiative bewirkte ohne Mehrheit einen fundamentalen Wandel der Armee, da sie offenbarte, dass mehr als jeder dritte Schweizer bereit war, sie sogar ganz abzuschaffen. Dass 1989 die Berliner Mauer fiel, trug ebenfalls dazu bei. Welche begrifflichen Mauern werden fallen, ehe das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt wird? Wird es die Arbeit sein, die nicht mehr anders zu ermöglichen ist? Wird es die Kaufkraft sein, die nicht mehr anders zu gewährleisten ist? Wird es die Nachhaltigkeit sein, die nicht mehr anders sicherzustellen ist? In jedem Fall kommt das bedingungslose Grundeinkommen pragmatisch, nicht moralisch. Es kommt spätestens dann, wenn es nicht mehr anders geht. Ja, liebes Publikum, wir sind in der sechsten Stunde angelangt. Ich würde mal sagen, ich gratuliere Ihnen, dass Sie so lange durchgehalten haben. Wir gehen jetzt in die letzte Diskussion. Das ist das Zukunftspanel.
Und da wird auch nochmal die Moderation wechseln. Christoph Keller von SRF 2 Kultur wird dieses letzte Panel moderieren. Ich bitte euch alle auf die Bühne. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es freut mich sehr, dass ich hier gewissermaßen mit Ihnen den Blick in die Zukunft machen darf mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Und ich möchte Ihnen zum Eingang ein SMS vorlesen, das eine befreundete Kollegin und Mitmoderatorin mir heute Abend geschrieben hat. Sie schreibt: Falls du noch ein Eingangsstatement benötigst für deine Diskussionsrunde, ich bin fürs bedingungslose Grundeinkommen, damit wir mehr bedingungs- und hemmungslos lieben können. Sie sehen, das bedingungslose Grundeinkommen beflügelt und befördert die Fantasie, und um diese beförderte und beflügelte Fantasie wird es auch in diesem Podiumsgespräch heute Abend gehen. Es geht darum, dieses bedingungslose Grundeinkommen ein Stück weit in die Zukunft zu projizieren und zu fragen, in welche Richtung könnten wir uns denn tatsächlich und ganz konkret bewegen. Ja, ich begrüße hier auf dem Podium Michelle Rothen. Sie ist Autorin und auch, wie sie uns nachher erzählen wird, Unternehmerin. Ich freue mich, dass Adrian Göhler hier ist, von Beruf her Psychologin. Ich werde sie alle nachher noch genauer vorstellen. Ich freue mich, dass Daniel Haney hier ist, den ich hier, glaube ich, nicht näher vorstellen muss. Er ist der Initiant, der Mitinitiant dieser Initiative. Und ich freue mich, dass Richard Eisler hier ist. Er ist der Gründer dieser Firma Comparis, die uns so hilfreich immer durch den Alltag begleitet, wenn es darum geht, Versicherungsprämien und Ähnliches miteinander zu vergleichen. Ja, und ich habe meinen Gästen eine kleine Hausaufgabe gestellt im Voraus, und ich habe sie gebeten, doch in einem kurzen Statement zu begründen und zu erklären, wie Sie aus Ihrer Position sich denn die Zukunft vorstellen könnten mit diesem bedingungslosen Grundeinkommen. Und ich beginne bei Ihnen, Adrian Göhler, weil Sie ja von sehr weit her kommen. Aus dem Verursacherland, wie ich gehört habe. Sie hat sich hinter der Bühne bereits mitschuldig bekannt für diese Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Wir werden da sicher noch mehr hören. Adrian Göhler, Sie sind Psychologin. Sie waren früher Präsidentin der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg, waren auch Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Kultur, und Sie leben heute als Publizistin und Kuratorin in Berlin. Und als ich zu Ihrem Namen recherchiert habe, bin ich auf einen Begriff gestoßen im Zusammenhang mit diesem bedingungslosen Grundeinkommen, und das ist der Begriff der Kulturgesellschaft. Und rund um diesen Begriff der Kulturgesellschaft haben Sie eine Art Gesellschaftsutopie entwickelt, die Sie uns jetzt vielleicht kurz vorstellen können. Klar, in drei Sätzen. Nein, in drei Minuten. Drei Minuten. Die Zeit läuft. Ja, ich habe tatsächlich ein Buch geschrieben, und zwar als vielleicht sogar als Ergebnis dieser ganzen unterschiedlichen Tätigkeiten, weil ich als Psychologin festgestellt habe, dass die Existenzangst, die chronische Existenzangst, dumpf macht, dass sie krank macht und dass sie die, sage ich mal, die Psychopharmaka-Industrie aufs Heftigste stärkt. Ich habe als Feministin festgestellt, dass ich doch jetzt schon sehr lange meine Lebenszeit damit verschwende, zu hoffen, dass es vielleicht doch mal gleichen Lohn für gleiche Arbeit geben würde.
und habe dann festgestellt, dass der Sozialstaat bismarckscher Prägung, den dann die Schweiz auch ein bisschen abgekupfert hat, dass der an ein gesellschaftliches Modell geknüpft ist, das es so nicht mehr gibt, nämlich an den lebenslangen, ausrechenbaren männlichen Ernährer, der seine Familie und hoffentlich dann auch bald stirbt, wenn er die Rente hat. Das war die Idee des Sozialstaates. Und ich sehe, habe heute Abend festgestellt, es gibt durchaus noch Anhänger von diesem Modell. Eine Kulturgesellschaft hingegen setzt sich damit auseinander, dass wir in Hochpreisländern ohne Ressourcen leben. Ich bin nämlich auch noch Ökologin nebenbei und stelle fest, dass auch diese gemütliche Schweiz auch die Diskussion heute Abend komplett ohne Klima und ohne Klimaveränderung ausgekommen ist. Ich glaube, das wird sich nicht mehr lange durchhalten lassen. Also Earth Day ist ja vorbei. Wir haben bereits die Ressourcen verbraucht. Ich glaube, es war im März, haben wir bereits die Ressourcen verbraucht, die wir eigentlich für das ganze Jahr zur Verfügung hätten haben sollen. Ja. Also das alles legt nahe, dass wir doch vielleicht unseren Lebensstil auch radikal überdenken könnten, müssten, sollten und dürften. Und ich glaube, dass das Grundeinkommen da einen wesentlichen Anteil hat, das überhaupt zu ermöglichen. Ich glaube, dass es ein, also das hat die Kulturgesellschaft, die mir vorschwebt, die auch nicht zuletzt den Paradigmenwechsel von Staat zur Gesellschaft, also wieder das Rückgewinnen eigentlich von Empowerment oder wie man sagt, die Ermächtigung zur Selbstermächtigung ermöglicht, dass das auf einem Grundeinkommen ganz anders fußen könnte. Wir könnten das, was wir heute dringend brauchen, wir müssen entschleunigen, wir müssen sehr gut nachdenken darüber, wie wir mit weniger auskommen können. Und ich glaube, wir brauchen ganz andere Wege. Und das ist keine Utopie, weil Utopie ist dem Wort der Utopie geht ja immer so ein bisschen der Klang, das ist nicht einlösbar. Ich habe es deswegen eher mit Foucault und mit den Heterotopien, weil ich feststelle, dass wir an den Rändern unserer Mainstream-Gesellschaften überall brechen eigentlich ganz andere Wege auf. Und die sind kulturell definierte und determinierte Wege und keine, die sich über den Fetisch Erwerbsarbeit definieren. Ja, ich habe zwei Begriffe notiert, den Begriff des Fetischs, Existenzarbeit, aber auch Erwerbsarbeit und aber auch den Begriff der Existenzangst. Links von mir steht Michel Roten und ich sage es jetzt mal provokativ, ein bisschen Existenzangst schwingt bei Ihnen mit. Michel Roten war nämlich während langer Jahre Autorin beim Tagesanzeiger Magazin und dort auch gut bezahlt, hat sich jetzt aber selbstständig gemacht. Und wir haben vorher draußen ein bisschen geredet und sie hat gesagt, eigentlich, wenn ich dieses bedingungslose Grundeinkommen gehabt hätte, hätte ich den Mut zu dieser Selbstständigkeit viel früher schon gefasst. Ja, wahrscheinlich schon. Aber dass ich es damals dann gemacht habe, als ich es gemacht habe, vor rund 3 Jahren, hatte wirklich auch damit zu tun, dass ich mir einfach mal diese Frage gestellt habe, was würde ich denn eigentlich machen, wenn ich kein Geld verdienen müsste? Und da kamen mir ganz viele Sachen in den Sinn. Und Journalismus war aber keins davon eigentlich. Und da habe ich dann relativ deutlich gemerkt, dass ich da jetzt mal was verändern muss. Weil eben, das war ein sehr schöner Job, ein guter Job, kann man sich eigentlich wirklich nicht beklagen, aber es ist auch ein Job, der sehr viel von einem fordert, also der ein bisschen auch auffrisst und das habe ich irgendwann dann schon gespürt. Und als ich mir dann diese Frage gestellt habe, habe ich einfach irgendwie zufälligerweise gerade den Mut beisammen gehabt zu sagen, okay, jetzt mache ich mal eins von den Sachen, die ich eigentlich lieber machen würde. Also an erster Stelle wäre eigentlich ein Medizinstudium gestanden, aber eben, ich muss ja Geld verdienen, deswegen kann ich das leider nicht machen. Und die zweite Idee war dann tatsächlich einen Secondhand-Kleiderladen aufzumachen mit einer Freundin. Ich hatte einfach gerade Lust auf das.
Und das habe ich dann gemacht. Und den Laden gibt es jetzt seit 3 Jahren und ich arbeite 60% da und es macht mir wahnsinnig viel Freude und es befriedigt mich auf eine ganz andere Art und Weise, als mich der andere Job befriedigt hat. Ich bin irgendwie zufriedener, ich habe mehr mit Menschen zu tun. Ich habe irgendwie, es tönt so lächerlich, weil es ist immer noch ein Kleiderladen, aber es ist ein wichtiger Job irgendwie. Wir sind eine Art Anlaufstelle geworden, ein Gemeinschaftszentrum, wenn man so will. Bei uns kommen die Leute sich ausheulen oder sie fragen, ob wir kurz eine halbe Stunde auf das Kind aufpassen können, weil die Babysitterin erst noch kommt und sowas. Und wir können unsere eigenen Regeln machen, wie zum Beispiel, dass halt meine Partnerin, die gerade ein Baby gekriegt hat, halt mit dem Baby umgeschnallt da hinter dem Tresen steht. Einfach, weil wir sagen, das ist okay. Und es ist okay. Und das ist für mich eine sehr schöne Erfahrung. Und es ist tatsächlich so etwas wie das bedingungslose Grundeinkommen für mich, weil ich verdiene ziemlich genau so viel. Und, 2500 Franken. Genau. Und musste ziemlich zurückstecken, was so Lebensstil angeht. Habe aber gemerkt, dass es eigentlich gar nicht schlecht ist, wenn man das mal tut, so ein bisschen zurückstecken. Es ist auch bedingungslos in dem Sinne, ich würde da auch arbeiten, wenn ich kein Geld verdienen würde. Von daher ist es jetzt wirklich so, ich habe dieses minimale Auskommen und wenn ich mal wieder finde, ach, irgendwie wäre es schon schön, ein bisschen mehr zu haben, dann muss ich mir irgendwas zum Arbeiten suchen und das dann machen. Und das macht sehr viel Freude und erfüllt mich ganz und gar. Adin Göhler, das wäre so etwas wie diese Kulturgesellschaft, von der Sie ein Stück weit vorher gesprochen haben, dass Menschen sich dann eben kulturell betätigen würden, so wie das jetzt Michel Roten tut, unbesehen ein Stück weit des Risikos, dass das mit dem Einkommen mit sich brächte. Ja, ich bin übrigens auch ein ganz ähnlicher Fall. Ich habe natürlich als Senatorin und als Hochschulpräsidentin mein Auskommen gehabt und irgendwann mal hing es mir hier. Da, vermutlich. Und ich wollte einfach überhaupt nicht mehr hören, dass bestimmte Sachen nicht gehen, weil es nicht in meiner Zuständigkeit ist oder weil es dafür keinen Haushaltstitel gibt oder irgend sowas. Und da habe ich natürlich gemerkt, wie viel Status und wie viel da dran hängt, oder? Wenn man plötzlich ins prekäre Leben kommt, also für mich wäre das auch so, wenn ich die 1000 Euro Grundeinkommen, so habe ich auch mal Buch mitgeschrieben, mit hätte, dann würde ich auch davon profitieren können und das ist eine kulturelle Frage. Ich hätte dann viel eher das Recht, mal Nein zu sagen. Nein zu einem freien Job, den ich jetzt mache, um natürlich zu überleben, den ich aber eigentlich sinnlos finde. Also diese Art von sich zu fragen, brauchen wir das? Ist es nötig für einen Fortbestand einer Gesellschaft, gar für eine Weiterentwicklung von einer Gesellschaft oder ist es eher hinderlich? Das sind Fragen, die sich mit dem Grundeinkommen anders stellen könnten und würden. Ich meine übrigens nicht, das muss ich vielleicht gleich sagen, dass jetzt alle sich plötzlich künstlerisch betätigen sollen, weil wir haben nicht nur zu viel Joghurt und Joghurtmarken auf der Welt, wir haben auch zu viele Künstler. Mit den Joghurtbechern kann man ja viel machen. Ja, oder? Ja, gut, aber ja, genau. Man braucht, also nein, wir haben einfach zu wenig Bezahlungen für ganz andere und neue Tätigkeiten. Und das ist vielleicht das, was das Kulturelle dann ausmacht. Also nicht in der, nicht Batiken oder so, meine ich. Herzlichen Dank, Adin Göhler. Einer, der auf einem ganz anderen Bereich träumt und sich auch als Innovator hervorgetan hat, ist, wie gesagt, Richard Eisler, Gründer von Comparis. Als ich ihn gebeten habe, doch sein Statement für heute Abend mal so kurz zu skizzieren, in welche Richtung er reden würde, hat er mir gleich 2 Aufsätze geschickt, in denen er sich als glühender Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens geoutet hat, nicht nur geoutet, sondern das war schon lange geschehen, aber mir gegenüber sich gezeigt hat. Und er wird Ihnen jetzt auch erklären, warum, weil es ist keine kulturelle, auch keine praktische, sondern vielleicht eher eine technische Vision. Ja, also ich bin seit 3 Jahren bei Comparis nicht mehr für die operative Leitung zuständig, sondern als Eigentümer und Präsident des Verwaltungsrates eigentlich nur noch für die Strategie. Ja, nur noch Strategie. Damit ich eine vernünftige Strategie machen kann, muss ich hier eine Vorstellung davon haben, was wird die Zukunft bringen.
Und somit beschäftige ich mich jetzt seit längerer Zeit damit, wie wird wohl unsere Zukunft aussehen. Das ist eigentlich das Gleiche wie vor 20 Jahren. Da reichte es aber, dass ich ein NZZ-Folio gelesen habe und da war was über das Internet geschrieben und das Folio war so gut, dass es mir gereicht hat, damals einen Blick in die Zukunft zu bekommen. So, ich wusste nicht genau für wie lange, aber für mich war klar, das ist die Zukunft, das Internet kommt und so habe ich Comparis jetzt heute, also gestern vor 20 Jahren gegründet, mit der Überzeugung, das Internet wird kommen. Da gab es noch kein Internet in der Schweiz. Erst an der ETH hatten die Studenten ein E-Mail. Und heute bin ich wieder an diesem Punkt angekommen, wo ich das Gefühl habe, ich sehe die Zukunft. Ich weiß nicht genau, wann sie kommt, aber sie wird kommen. Und wie wird sie aussehen? Zum Beispiel Tesla. Grundeinkommen fährt ja auch Tesla, ich auch. Das Auto fährt selbst. Ich nicht. Wer fährt alles Tesla hier? Wer mal ein Erlebnis haben will, ist eingeladen mitzufahren auf der Autobahn. Man setzt sich rein, das Auto fährt selber. Aber das Auto fährt nicht nur selber, es lernt auch selber. Man merkt es. Es macht Fortschritte. Und das ist für mich ein Stück weit auch beängstigend. Das Ganze geht weiter. Computer können heute Bilder interpretieren. Computer sind besser darin, Mammografien zu interpretieren als Radiologen. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass künftig in sehr absehbarer Zeit die Lkw-Fahrer arbeitslos sein werden, auch die Radiologen werden arbeitslos sein. Aber auch die Übersetzer und Übersetzerinnen werden arbeitslos sein, denn seit Mitte Januar kann man bei Skype eine Simultanübersetzung zuschalten. Wer es noch nicht gemacht hat, dem empfehle ich, es zu probieren. Es hat einen hohen Unterhaltungswert. Man kann sich kaputt lachen, aber das Ding übersetzt gewisse Sätze auch richtig. Sie lachen. Es freut mich, dass Sie alle noch hier sind bei dieser späten Stunde. Aber das Ding lernt. Und es lernt schnell. Es lernt schneller als wir alle. Und es vergisst nicht. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Und wenn Sie jetzt denken, okay, ja, jetzt haben wir da so eine Entwicklung, das geht alles rasend schnell, aber das wird mal vorbei sein. Nein, es wird nicht vorbei sein. Es wird noch schneller gehen. Im Dezember, Mitte Dezember, haben Google und die NASA mitgeteilt, dass das Ding, das sie 2013 von einer kanadischen Firma gekauft haben, die übrigens von der CIA auch mitfinanziert worden ist, dass das Ding, das sie da gekauft haben als Quantencomputer, dass das tatsächlich ein Quantencomputer ist und dass er bestimmte Rechenoperationen 100 Millionen Mal schneller durchführen kann als heutige Computer. Also es ist nicht so, dass die Entwicklung irgendwann zu einem Ende kommen wird und wir verschnaufen können, sondern im Gegenteil, wahrscheinlich wird sie noch viel, 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 viel schneller werden. Und was ich dann sehe, sind ganz viele Arbeitsplätze, die verschwinden werden. Und wir haben es heute Abend ja auch ein paar Mal gehört, ja, das hatten wir ja schon, als die Landwirtschaft technologisiert wurde, dann wurden die Bauern zu Arbeitern und als dann die Industrie, die Automatisierung kam, dann wurden sie zu Dienstleistungsangestellten. Ja, aber wir hatten noch nie Technologien, die selber lernen. Künstliche Intelligenz, Konzepte der künstlichen Intelligenz, die jahrzehntelang nicht funktioniert haben, beginnen heute zu funktionieren. Es gibt Maschinen, es gibt künstliche Intelligenz, da wissen die Entwickler nicht mehr, was die Maschine macht und wieso, dass sie das macht, kann man nicht mehr nachvollziehen, aber es funktioniert und es wird immer schneller. Und darum, gibt es diese Umzüge mit den Robotern, oder? Darum gibt es diese Umzüge mit den Robotern einerseits. Bedingungsloses Grundeinkommen und die Roboter haben eine Allianz geschlossen. Man weiß nicht genau, von wem die Allianz ausging, ob das von den Robotern ausging, oder? Ja, also für mich ist klar, wir werden ganz viele Jobs haben, die verschwinden werden. Und die Menschen haben Angst. Die Menschen spüren das. Und das hat auch eine Folge, dass
wir diese komischen Abstimmungen haben in der Schweiz, wie die Masseneinwanderung, wo eigentlich eine knappe Mehrheit Ja sagt dazu und damit die Existenzgrundlage dieses Landes mutwillig zerstört, weil die Schweiz ist so erfolgreich, weil kluge Leute in die Schweiz kommen und hier mitarbeiten. Weil ohne diese klugen Leute, sind wir nur ein paar dumme Bergbauern. Aber im Austausch mit diesen klugen Leuten schaffen wir es, ihren Mehrwert zu produzieren. Und die Bergbauern können wir nicht automatisieren. Nein. Also, wir werden nachher noch kurz darüber reden. Ich möchte nur ganz kurz Michelle Rothen fragen. Wenn Sie jetzt diese Vision einer Gesellschaft sehen, wie sie Herr Eisler skizziert hat, in der eben ein Teil der Arbeit von Maschinen, schnell lernenden Maschinen, geleistet wird, würden Sie gerne in einer solchen Gesellschaft leben, in der beispielsweise bei Ihnen an der Kasse dann eben so ein smarter Roboter steht, der das Kassieren übernehmen würde, während Sie hinten sich einer anderen kreativen Tätigkeit widmen? Genau, ich sitze da hinten und mache ein Batik-T-Shirt. Oder? Naja, das habe ich nicht gesagt. Ich weiß nicht. Grundsätzlich haben wir ja sehr, sehr lange dafür gearbeitet, dass es weniger Arbeit gibt. Also das dürfen wir jetzt auch nicht verteufeln. Also wenn Jobs von Robotern besser gemacht werden, eben von wegen auch, wenn ein Roboter eine Mammographie besser interpretiert als ein Mensch, dann bin ich sehr dafür. Also wenn er besser verkaufen kann als ich, soll er das machen. Nee, ich würde schon gern selber verkaufen. Daniel Haini, Sie sind der Mitinitiant dieser Initiative, Sie sind der Visionär, Sie sind derjenige, der Idee rund um diese Initiative entwickelt hat. Sie sind auch derjenige, der all die Widersprüche abfangen muss und Sie sind auch derjenige, der als Vorzeigeunternehmer dieses bedingungslose Grundeinkommen unterwegs ist, neuerdings mit einem goldenen Tesla. Und ich weiß nicht, ob alle jetzt wissen, warum er mit einem goldenen Tesla unterwegs ist, aber vielleicht wäre das eine gute Eingangsfrage, damit Sie mit Ihrem Statement beginnen können. Warum dieser goldene Tesla? Dieser goldene Tesla. Also ich muss euch sagen, ich habe gar kein Faible für Autos. Ich hatte noch nie ein Auto. Ich war zwar Taxifahrer, so in dieser Zeit, in dem Alter, wo man eben Taxifahrer ist, weil man sonst kein Einkommen hat. Aber ich habe noch nie ein Auto besessen. Und dann ist Folgendes passiert. Dann habe ich die Biografie gelesen von demjenigen, der diesen Tesla entwickelt hat. Und das hat mir sehr Eindruck gemacht, weil der hat Folgendes gemacht, und das vergleiche ich jetzt auch mit dem Grundeinkommen. Der hat eine Erkenntnis, eigentlich eine ganz einfache, nämlich das Öl geht aus. Es gibt vielleicht welche, die noch behaupten, nee, es hat dann irgendwo doch noch. Aber ich nehme mal, also der hatte die Erkenntnis, das Öl geht aus. Also müssen wir jetzt umstellen und nicht erst, wenn das Öl ausgegangen ist. Und das hat mir Eindruck gemacht. Dann dachte ich, also wenn mal ein Auto, dann ein Tesla. Aber irgendwie, ich habe es dann wieder vergessen, weil irgendwie ein Auto, was mich an den Autos immer gestört hat, ist, dass sie eigentlich gar nicht Auto sind. Sie brauchen immer einen Fahrer. Also sie sind eben noch gar nicht Auto. Und in meiner Biografie habe ich mich mehr für die Autonomie interessierte Menschen, und solange die Autos noch gar nicht Auto sind, wollte ich auch kein Auto haben. Sehr schön. Und was hat dieser Tesla jetzt, Daniel Haini, mit Ihrer ganz persönlichen Vision einer Zukunft mit dem bedingungslosen Grundeinkommen zu tun? Das ist ja gar nicht meine persönliche Vision. Die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens ist schon alt. Ich bin nur einer, der irgendwie versucht, sie ernst zu nehmen und sie nach vorne zu bringen und zur Diskussion zu stellen, damit Fragen zu stellen. Der Tesla hat vielleicht so viel zu tun, also diese Konsequenz, wenn wir jetzt überlegen, dass die Erwerbsarbeit ausgeht, ähnlich wie das Öl, dann ist es doch richtig, jetzt darüber nachzudenken, bevor sie eben ausgeht, was könnte das für Konsequenzen haben in unserer Gesellschaft? Und vielleicht noch einen Schritt weiter, das wurde jetzt heute oft gesagt,
die Erwerbsarbeit geht aus und dann haben wir eine Not, also müssen wir irgendwie was entwickeln. Ich meine eigentlich nicht mal nur das, dass sie vielleicht dann mal ausgeht und wir was Neues brauchen, sondern was liegt da für ein Potenzial drin, zum Beispiel in der Bildung. Stellt euch vor, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir den Kindern nicht lernen, dass sie möglichst eine Ausbildung machen müssen, wo sie lernen müssen, fleißig zu sein, gehorsam zu sein, Disziplin, ganz wichtig ist, dass man das lernt, zum Beispiel die Wörtchen auswendig lernen, wenn man doch weiß, man kann sie auch auf jedem Smartphone eben nachschlagen, lernen wir immer noch, also bei mir jedenfalls war es so, und das hat dann dazu geführt, dass ich weder gut Französisch noch Englisch sprechen kann, weil ich das damals musste, ich musste die Wörtchen lernen und habe mich verweigert, klar war ich der Depp. Aber heute, oder? Wie könnte die Gesellschaft zum Beispiel aufs Bildungswesen wirken, im Bildungswesen aussehen, wenn das mit dieser Existenzangst, das mit diesem Fokussieren nur auf Erwerbsarbeit ist, was Wichtiges und Richtiges, was könnte das bewirken? Ja. Man darf was dazwischen sagen. Was ich an diesem Grundeinkommen, und man merkt es ja, oder? Also ich gucke natürlich im Netz, was ihr da so macht in der Schweiz, weil ich hätte ja gerne gehabt, dass es ein deutsches Modell ist, was irgendwie weitergegeben wird. Ich finde es einfach lustvoll, es ist fantasievoll, es ist schöpferisch. Man fängt an, richtig Lust zu kriegen auf eine andere Art des Wirkens in einer Gesellschaft, also das Tätigsein für andere Ziele. Das ist etwas, was ihr in hohem Maße vermittelt, in hohem Maße auch deutlich macht. Und dazu so lese ich auch diesen Tesla, der natürlich auf der einen Seite das schlechthinige Statussymbol ist, auf der anderen Seite aber natürlich auch der letzte Schrei ist, aber auch gleichzeitig immer eine Ironie mit transportiert. Und das ist, glaube ich, eine ganz neue Qualität, die wir auch brauchen, um andere Derivate, andere Modelle leben zu können. Wenn wir einfach immer nur das machen, was wir schon kennen, dann ersticken wir an dem Bekannten und das ist dann auch eine Form von Müll. Als ganz unironischer Als ganz unironischer Velofahrer gebe ich jetzt doch die Frage noch zurück an Herrn Eisler. Die Frage wäre, ist denn eigentlich eine Gesellschaft, eine Zukunft mit diesem bedingungslosen Grundeinkommen denkbar, ohne dieses Element einer erstarkten und sehr fast schon dominanten oder vielleicht auch eben sehr präsenten technischen Komponente dieser künstlichen Intelligenz? Also, ist das so eng miteinander gekoppelt? Für mich ja. Wie es, und ich kann ja nur für mich sprechen, oder? Ich habe ja eine Vision, ich mache eine Vision ja für mich und für mein Unternehmen und werde das Unternehmen dann danach ausrichten oder richte es danach aus. Für mich ist klar, dass das kommt. Und es ist nicht eine Frage, ob wir das wollen oder ob wir es nicht wollen. Es ist eine Frage, ob wir dabei sind oder es ohne uns stattfindet. Und wenn es ohne uns stattfindet, ja, dann sitzen wir hier und klopfen Steine. Und die Entwicklung findet woanders statt, nämlich im Silicon Valley. Und das Spannende ist ja, dass eigentlich viele der Leute, die sich mit der Technologie auseinandersetzen, also auch Unternehmer, ich kenne übrigens einige andere Tesla-Fahrer auch, die auch alle für das bedingungslose Grundeinkommen sind. Also somit war der Tesla gut gewählt. Verschenken Sie Teslas, dann machen wir eine Mehrheit hier. Ich glaube das nicht. Nein, sondern einfach die Leute, die sich mit Startups auseinandersetzen, in Startups investieren, in diese Szene viel unterwegs sind, die sehen, viele von denen sehen, was auf uns zukommt von der Technologieseite her. Und da geht einfach die Erwerbsarbeit aus. Oder? Und mich erstaunt es ja, dass ganz komische Wehklagen, dass da von ganz komischen Seiten kommt, wie den Gewerkschaften und so weiter und so fort, gegen das bedingungslose Grundeinkommen.
ja, Moment mal, ist es nicht schön, wenn wir nicht mehr arbeiten müssen? Wäre doch wunderbar. Haben wir nicht davon immer geträumt? Daniel Henne, die gleiche Frage an Sie. Bedingungsloses Grundeinkommen denkbar und möglich, ohne diese technisch, utopisch schon fast klingende Komponente einer Wissensgesellschaft, die sich eben dann auch in Maschinen repräsentiert? Also das bedingungslose Grundeinkommen ist ohne diesen technologischen Fortschritt denkbar. Andreas Gross hat das heute großartig vermittelt. Es gibt ganz andere Zugänge zu dieser Idee. Aber tatsächlich, also in der Kampagne haben wir einen Satz gebildet, da könnte ich so zusammenfassen, der Sozialstaat, Adrienne, war die Antwort auf die Industrialisierung. Das bedingungslose Grundeinkommen ist die Antwort auf die Digitalisierung. Es ist eben schon naheliegend, oder? Und gerade im letzten halben Jahr wurde es immer größer und stärker, am WEF wurde es diskutiert, was sind die Chancen und Risiken der vierten industriellen Revolution. Ein Klaus Schwab kam sogar dazu, der ist ja sehr unverdächtig, zu sagen, vielleicht braucht es eine Art Mindesteinkommen für alle. Wir wissen zwar nicht, wie das geht, naja, wir müssen ganz neu denken. Also das sind schon Signale, dass es wahrscheinlich passieren wird und deshalb hat Herr Eisler sicher ganz recht. Aber Kulturgesellschaft, haben nicht wir eine Aufgabe, die jetzt gar nicht in der Technik tätig sind, eben diese gesellschaftliche Entwicklung zu begleiten. Das bedingungslose Grundeinkommen quasi als humanistische Antwort auf diesen technologischen Fortschritt. Darf ich noch etwas anfügen? Oder das Wichtige ist ja, der Mehrwert, der wird auch in Zukunft produziert, der Mehrwert. Es wird noch viel mehr Mehrwert produziert werden. Wir werden noch viel mehr Güter haben und wir werden diese viel effizienter herstellen mit viel weniger Energiebedarf, mit nachhaltigen Energien. Es wird uns besser gehen, aber der Mehrwert muss irgendwie verteilt werden. Oder? Es kann ja nicht sein, dass wir ein paar wenige Leute haben, die das Wissen haben, die die Maschinen bauen, die die Roboter bauen, die die Algorithmen entwickeln, die gigantische Beträge verdienen oder diejenigen, die die Maschinen besitzen und die anderen haben alle nichts. Das, in einer solchen Gesellschaft möchte ich nicht leben. Ich will in einer Gesellschaft leben, in der sozialer Ausgleich ist und in der Frieden herrscht. Und ich möchte eben nicht ein... Und ich möchte eben nicht ein Grundeinkommen bekommen müssen, weil es nicht mehr anders geht. In der NZZ stand kürzlich der Titel, der ist sicher auch ein bisschen übertrieben. In Zukunft braucht es uns nur noch als Konsumenten. Ich möchte nicht deshalb ein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern weil wir uns miteinander verständigen darüber, dass es aus anderen Gründen sinnvoll ist, wenn wir uns das gegenseitig zusprechen. Frau Göhn. Ja, ich würde gerne auch, weil Adolf Muschke es vorhin eingefordert hat, ich war in Namibia vor ein paar Jahren, habe mir dieses eine Dorf Ochivero angeguckt und das ist nun wirklich, würde ich mal sagen, vortechnisch. Ja? Aber was dort für mich das absolut Frappierende war, also ich habe mich sehr genau mit dem Dorf beschäftigt und der Bischof Kameta, der das damals ausgesucht hat, hat so ein repräsentatives Dorf gesucht, wo die Ethnien, das Ausmaß an AIDS-Erkrankungen, die Armut, die Kindersterblichkeit ziemlich normal verteilt war. Und zu sehen, was in diesen 2,5 Jahren passiert ist, dass die Menschen sich eben in eine Gemeinschaft begeben haben, dass man nicht gesagt hat, das wenige Feuerholz, was es gibt, das muss aber mir gehören und sollst du nicht mitmachen, weil sonst habe ich weniger Suppe. Das war plötzlich, wurde ein gemeinschaftlicher Ziegenkauf erdacht, weil man wusste, wenn man 3 Ziegen kauft, die Wahrscheinlichkeit, dass die Junge kriegen, ist irgend besser, wenn man nur eine Ziege hat, oder? So. Und es ist eben, wir sind hier ja komplett gewöhnt, dass wir in einer Misstrauensgesellschaft leben. Dort hat sich plötzlich sowas wie eine Vertrauenskultur entwickelt, weil man sagt, okay, ich kann jetzt diesen Monat gebe ich dir Geld und am nächsten Monat kannst du mir das wiedergeben. Aber man hat sozusagen aus dem Wenigen mehr gemacht. Und das ist etwas, was mir absolut wichtig ist, jenseits von technischen Möglichkeiten. Das, was wir uns in diesen hochzivilisierten westlichen Staaten unter Entwicklungshilfe vorstellen, was ja immer nur in den
Kassen der Despoten landet, das mit einem Grundeinkommen verbunden, das würde eben auch dort die Ermächtigung zur Selbstermächtigung bedeuten können. Und es würde diese Art von chauvinistischer Hilfe vollkommen überflüssig machen, weil sie nämlich dann ihre Geschicke selbst in die Hand nehmen könnten. Und das würde mit einem Bruchteil des Geldes übrigens möglich sein. Also auch in vortechnoiden Gesellschaften ist es möglich und segensreich. Sagen Sie. Ganz kurz, Daniel Hähne und vielleicht Herr Eisler und vielleicht auch Frau Rothen, das Stichwort Vertrauen, dass also weniger Konkurrenz und weniger Rivalität herrschen würde. Wie würden Sie das begründen, Daniel Hähne? Ach, mich nervt das, wenn man von bedingungslosen Grundeinkommen spricht und dann sagen alle, ah, da müsste man dann ganz viel Vertrauen haben in die Menschen, dass das überhaupt funktioniert. Ich finde, das ist falsch geschossen oder eine falsche Vorlage. Nee, wir brauchen überhaupt nicht mehr Vertrauen. Was wir eigentlich brauchen ist, und das bedingungslose Grundeinkommen, in diesem bedingungslosen ist es schon drin, wir müssen auf etwas verzichten. Nämlich wir müssen nicht mehr vertrauen, sondern müssen auf etwas verzichten, von mir aus auf Misstrauen verzichten. Aber wir müssen verzichten, es immer besser zu wissen, wie es gut wäre für die anderen. Und manchmal sage ich auch, das bedingungslose Grundeinkommen, das ist auch überhaupt keine Revolution. Es ist etwas total Simples, nämlich dass wir das, was wir unbedingt brauchen, in Zukunft bedingungslos gewähren, also eine sozusagen Durchsetzungsinitiative des gesunden Menschenverstand. Es ist nicht mehr und auch nicht weniger. Notieren, ganz einfach, notieren. Ganz einfach. Oder mein Lieblingsbild noch, das bedingungslose Grundeinkommen ist folgendes. Stellen Sie sich vor, hier geht der Energiefluss da mitten durch den Raum, hier durch, oder? Und mir kommt es vor, wir stehen da alle drauf. Und jetzt, was macht das bedingungslose Grundeinkommen? Eben ein Schritt zurück, einfach ein Schritt vom Schlauch weg. Schönes Bild, danke. Ja. Wir waren beim Vertrauen, Herr Eisler. Genau, ich möchte das Stichwort aufnehmen. Wir haben es ja schon, das Grundeinkommen. Wir haben es. Es heißt aber heute Fürsorge. Und die Menschen zu Hunderttausenden für den Rest des Lebens in die Fürsorge zu verdammen, ist unmenschlich. Und deshalb... Deshalb, wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen hätten, eben, dann müssen die Menschen auch nicht mehr solche Angst haben vor der Globalisierung, vor der Technologie, sondern könnten das auf sich zukommen lassen. Und weil die Technologie, die bringt eben verdammt viele Vorteile. Die bringt Energieeffizienz, die bringt Bekämpfung von Krankheiten und. Oder? Aber wenn wir Angst haben, sperren wir uns dagegen, haben eben das Misstrauen in die Technologie. Sie wirken nachdenklich, Michel Rothen, dass die Idee einer vertrauensvolleren Gesellschaft, in der wir eben nicht diesem Misstrauen und diesem ständigen Nichtwissen, wohin und wer uns was wegnimmt, ja, ich macht mich wirklich nachdenklich, weil es einfach immer wieder Situationen gibt, wo es sich zeigt, dass die Leute sehr, ja, der Mensch ist, wie geht das? Der Mensch ist des anderen Menschen Wolf. Diese Zahlen auch, die ja genannt werden, dass, wenn man die Leute fragt, würden sie mit dem bedingungslosen Grundeinkommen weiterhin arbeiten geben, dann sagt 60%, glaube ich, sagen, ja, sie würden weiter arbeiten geben. 68? Nee, 98. 98, ja. Genau. Aber wie viele denken Sie, würden danach nicht mehr arbeiten gehen? Sind Sie bei irgendwie 80% oder so? Nein, das ist der andere. Also ja, eben der andere, genau. Ich arbeite, aber. Genau, aber der andere du bist bestimmt faul nicht. Genau. Du das finde ich ganz, ganz furchtbar. Das macht mich auch das macht zwei mich sehr, sehr wütend. Ja, ja, genau. Solche Sachen machen mich sehr wütend. Aber eben grundsätzlich, ich finde halt eigentlich, es ist das einzig menschenwürdige Konzept. Ich finde eigentlich, es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit. Es ist, du bist ein Mensch, du bist hier, da hast du das Nötigste zum Überleben und dann mach was aus deinem Leben. Nicht nur mach was fürs System oder mach was für den Kapitalismus oder was weiß ich, sondern mach was aus deinem Leben. So. Schönes Schlusswort. Herzlichen Dank. Ja, ich ergänze dieses Schlusswort vielleicht noch.
Mit einer kleinen Anekdote. Ich habe kürzlich mit einem Freund zu Mittag gegessen, der im Bereich der geistig und körperlich Behinderten, wie man sagt, arbeitet. Und der hat gesagt, ich begrüße das bedingungslose Grundeinkommen nur schon deshalb, weil dann all diese Menschen, die ich betreue, eben nicht dauernd rechtfertigen müssten, dass sie Fürsorge oder sonstige Sozialleistungen bekommen können. Und da ja die behinderten Menschen hier nicht vertreten waren heute Abend, war es mir doch ein Anliegen, das noch gesagt zu haben. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Danke, dass Sie uns gefolgt sind. Und tragen Sie die Gedanken und Anregungen des heutigen Abends weiter. Ich gebe vielleicht Daniel Häni. Ich bedanke mich auch sehr herzlich beim Publikum, das so lange ausgehalten hat. Und wünsche euch allen einen schönen Nachhauseweg und das Lesen. Dankeschön.